Super. Super. Ja? Ja, ich finde es total charismatisch und ja. Normal, wie ein NGO-Führer sein. Genau. Super. PowerShift ist eine kleine Berliner NGO. Wir arbeiten zu drei großen Themen. Das sind einmal Handelsthemen, Klima- und Mobilitätsthemen und Rohstoffthemen. Und im Rohstoffteam arbeite ich mit meinem Kollegen Michael Reckert zusammen. Und wir machen vor allem Kampagnenarbeit, politische Lobbyarbeit und Vernetzungsarbeit. Das heißt, wir wollen aktiv einwirken, Strukturen zu verändern. Also nicht nur auf Konsumentinnen hinweisen, die bitte ökologischer einkaufen sollen, sondern wir stellen wirklich die Fragen, was muss sich strukturell, gesetzlich verändern, aus welchen Verträgen müssen wir aussteigen, welche Gesetze braucht es und versuchen demnach Einfluss zu nehmen auf die Politik. Wir interessieren uns für den ökologischen Fußabdruck sozusagen der digitalen Fotografie, ein Aspekt, der ausgeblendet wird, da in der allgemeinen Vorstellung alles digital oder elektronische als etwas immaterial oder virtuell sogar wahrgenommen wird. Mhm. Aus diesem Grund wollten wir mit Ihnen über die Umweltkosten von Elektronik und Elektroschrott sprechen. Welche Art von Stoffströmen sollten wir beobachten, um die Auswirkungen dieser Technologien so auf unsere Umwelt besser zu verstehen? Hm. Ja, total gut, dass sich diese Ausstellung diesem Thema widmet, weil wir vor allem im Bereich der Digitalisierung immer wieder feststellen, dass das Narrativ eben sehr stark in diese Richtung geht. Das ist alles sozusagen immateriell und alles clean und sauber und grün, genau. Dieses klassische Beispiel mit der Cloud. Also was assoziieren wir mit einer Cloud, mit einer Wolke? Das ist erstmal fluffig, leicht. Da denken wir nicht an metallische Rohstoffe oder an fossile Rohstoffe. Schenken uns noch Regen. Also das sind alles durchaus wenn auch vielleicht im Unterbewussten, aber Strategien, um uns weiter weg davon zu lenken, darüber nachzudenken, welche rohstoffpolitischen Auswirkungen das eigentlich hat. Und das Gleiche ist natürlich auch bei digitaler Fotografie. Also auch da ist es notwendig, sich den materiellen Fußabdruck anzuschauen, weil das Bild quasi ja auch nicht im luftleeren Raum irgendwie hängt. Und also ich finde es wichtig, ausgehend von einem Bild dann wirklich zu gucken, was sehe ich jetzt eigentlich nicht? Weil das ist das Relevante. Es wird uns natürlich verkauft, dass es nur das ist, das, was wir sehen. Aber da steckt natürlich noch viel mehr dahinter. Das ist zum einen das Handy und die Produkte, die da drin sind. Aber auch da muss man schon eigentlich bei den einzelnen Komponenten zurückgehen und gucken, wo kommt das jetzt her? Wie viel Land wurde dafür genutzt? Wie viel Wasser? Welchen CO2-Abdruck? Und das ist natürlich jetzt allein bei einer Digitalkamera oder bei einem Smartphone ist das wirklich hochkomplex. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass das Bildmaterial digital natürlich auch gespeichert wird. Das heißt, es müssen Server mit eingerechnet werden, der Betrieb dieses Servers, wie viel Wasser und Energie dabei auch genutzt wird. Unter was, also die ganze Infrastruktur drumherum, die Laptops, auf die wir es laden oder der Desktop oder was auch immer. Wenn wir schauen, woher die Energie kommt, wie wir unsere Handys aufladen, unsere Kameras und so weiter, haben wir in Deutschland weiterhin einen Strommix, der hauptsächlich auf fossilen Rohstoffen fußt. Das heißt, wir müssen auch schauen, wie viel Kohle verbrannt wird, wie viel Erdgas und so weiter. Und dementsprechend ist der CO2-Fußabdruck auch hoch. Okay, um jetzt vor allem die ganze Komplexität mal auch deutlich zu machen, ist jetzt hier ganz beispielhaft ein Smartphone, was einfach mal in die einzelnen Komponenten quasi aufgeschlüsselt wurde und mal geguckt wurde, welche metallische Rohstoffe da jetzt nur drin sind. Dazu kommt noch Kunststoff, das ist jetzt hier gar nicht eingeteilt. Und da sieht man eben die Komplexität schon allein an Rohstoffen, die da drin sind. Und dann, wenn man gleichzeitig noch schaut, wo die herkommen, dann geht die Geschichte immer weiter. Und da haben wir zum Beispiel beim Gehäuse, ist ein Großteil besteht aus Aluminium. Aluminium ist der Grundstoff Bauxit. Bauxit bezieht jetzt Deutschland zum Beispiel hauptsächlich aus dem westafrikanischen Guinea.
Wir haben dann natürlich die Schrauben, die wir nicht nur in einem Handy, sondern natürlich noch in vielen anderen Komponenten auch haben. Da, genau, da die Schrauben. Eisen. Eisenerz beziehen wir hauptsächlich aus Brasilien. Da war jetzt in der Vergangenheit sehr stark der Dammbruch in Brumadinho. Vielleicht haben Sie das mitbekommen im Gespräch. Das heißt, ein Rückhaltebecken von einer Eisenerzmine, also wird auch industriell abgebaut, wo hochtoxische Schlämme quasi gestort werden, also wo sie zurückgehalten werden. Dieser Damm ist gebrochen. Und diese hochtoxischen Schlämme haben sich in das ganze Gebiet quasi ausgebreitet, zahlreiche Menschen gestorben und natürlich Existenzen zerstört. Und Deutschland bezieht hauptsächlich das Eisenerz aus Brasilien. Wir haben dann einzelne Metalle aus der Gruppe der seltenen Erden, Dysprosium oder Neodym, was in den Magneten ist oder auch im Vibrationsmotor oder im Touchscreen. Das beziehen wir hauptsächlich aus China. Und die Informationen, die wir da bekommen, sind vor allem, dass sozusagen dieser Verarbeitungsprozess nicht nur enorm energieintensiv ist, sondern eben auch mit enormen Anzahl von Chemikalien quasi abläuft. Und dann beispielsweise auch Kupfer und Lithium in der Leiterplatte oder in den Batterien. Das ist die Leiterplatte, okay, ja. Genau. Und das ist quasi der Akku, der ja jetzt auch im Zusammenhang mit, also Batterien spielen ja im Rahmen der Dekarbonisierung eine ganz große Rolle. Und da beziehen wir, wenn es jetzt um Kupfer geht und Lithium, sehr viel aus Lateinamerika. Lithium wird im sogenannten Lithium-Dreieck, also Bolivien, Argentinien und Chile, abgebaut. Auch dort zahlreiche Berichte, wo es vor allem um die enorme Wassernutzung, manche sprechen auch von Wasserbergbau letztendlich und dementsprechend Absenkung des Grundwassers berichtet wird. Und dadurch, dass aber auch in den Regionen auch Kupfer abgebaut wird, steht es natürlich auch wieder im Zusammenhang. Aber bei den einzelnen Sachen, die ich jetzt gesagt habe, wird auch deutlich, wir beziehen alles hauptsächlich aus Regionen, die erstens vormals auch Kolonien waren und sozusagen diese Struktur von wer fördert die Rohstoffe, wer ist Rohstoffproduzent und wo findet die weitere Wertschöpfung statt. Das heißt, diese Frage, wer profitiert von dem Rohstoff, wie es letztendlich genutzt wird und wer hat die Kosten zu tragen, die durch den Bergbau und die Weiterverarbeitung entstehen, ist es eben eine enorme Diskrepanz. Also wenn ich das Beispiel vielleicht noch bringen kann, ich habe Aluminium im Gehäuse angesprochen, was hauptsächlich aus Bauxit besteht. Bauxit beziehen wir hauptsächlich aus Guinea. Und das, was wir hauptsächlich aus Guinea beziehen, geht eigentlich hauptsächlich in die Automobilindustrie. Und wenn wir schauen pro Kopf, wie viele Personen in Deutschland sozusagen Auto fahren und was die Pro-Kopf-Anzahl in Guinea ist, sehen wir eben, sie haben eigentlich letztendlich nicht viel von dem Rohstoff, was in ihrem Land abgebaut wurde und haben die Kosten zu tragen, die mit dem Bergbau einhergehen und das Endprodukt wird woanders genutzt. Genau, aber und das so das beispielhaft. Profit, und auch der Profit, ich meine, ja, von dem Autoindustrie, genau. Es geht ja zu die deutsche, genau, Steuerzahler und nicht für die, ja, Guinea. Und welche Veränderungen werden bei der Gewinnung von Rohstoffen und bei der Produktion von Rohstoffen und auch der Nutzerverhalten und vielleicht der Arbeitsteilung auch notwendig, damit digitale solche Technologien, digitale Technologien nachhaltige werden sozusagen. Genau, das ist eigentlich unsere Idee der Rohstoffwende. Also, dass wir sagen, okay, es muss sich grundlegend unser Umgang mit Rohstoffen verändern. Und das fängt schon damit an, dass wir uns überhaupt darüber bewusst sind, aus was Dinge bestehen und da auch Unternehmen die Pflicht nehmen und sagen, okay, ihr müsst wissen, woher ihr die Rohstoffe und die einzelnen Komponenten bekommt. Und ihr müsst entlang eurer Lieferkette klar sagen können, wo sind die größten Risiken und wenn ihr die identifiziert habt, wie versucht ihr diese Risiken zu minimieren? Und es wird immer davon gesprochen, dass wir Exportweltmeister sind, aber die andere Seite der Medaille ist ja, dass wir Importweltmeister sind von der Einführung von Rohstoffen, weil alles, was wir produzieren,
hat irgendeine Basis, musste und wenn es nur ist, dass es irgendwie bewegt wurde. Also es braucht Energie, es braucht Rohstoffe, es braucht Wasser, Luft, Arbeitskraft und so weiter. Und ja, jahrzehntelang, und da auch wieder zurückzukommen auf den Kolonialismus, haben wir es sehr, sehr gut geschafft, das quasi zu externalisieren. Ja, weit von uns entfernt, dass wir hier einfach nur in den Mediamarkt gehen können und das Smartphone oder die gute Kamera kaufen können und gar nicht damit zwangsläufig konfrontiert werden. Und da würde ich sagen, also dass überhaupt erstmal das Bewusstsein dafür da sein muss. Aber ich würde ganz klar sagen, das möchte davon weg, dass es reine Konsumentinnenentscheidung ist. Weil das würde uns gänzlich überfordern. Wir sind in unserem Arbeits- oder in unserem Alltag sind wir mit Care-Arbeit, mit Lohnarbeit, mit anderen Dingen beschäftigt und können nicht diese Verantwortung übernehmen. Und deswegen braucht es quasi Strukturen, die festlegen, und da ist politisches Handeln notwendig, dass wir versuchen, in absoluten Zahlen unseren Rohstoffverbrauch eben zu senken und Unternehmen mit in die Pflicht nehmen. Und dann muss es eigentlich klar sein, dass wenn ich, ob es in den Supermarkt ist oder in Mediamarkt oder Saturn, dass da natürlich eigentlich nur Produkte verkauft werden dürfen, die einen niedrigen ökologischen Fußabdruck haben und wo sozusagen keine Menschenrechtsverletzungen mit drin stecken. Weil diese Debatte der Konsumentenverantwortung kommt eben sehr stark aus, würde ich sagen, aus dem Textil- und aus dem Lebensmittelbereich, wo man ja teilweise auch noch Auswahl hat. Mhm. Aber wenn es um, selbst schon bei Handys, gibt es zwar auch Fairphone und Shiftphone, die versuchen da sozusagen mehr Transparenz reinzubringen und auch die Lieferkette wirklich weiter nachzuvollziehen, haben wir bei anderen Produkten teilweise gar nicht die Auswahl. Wir können das gar nicht entscheiden. Bei Autos, es gibt kein komplett konfliktfreies oder risikofreies Auto, was wir kaufen können. Demnach geht sich das dabei quasi, ist es nicht mehr möglich. Das heißt, es braucht politische Veränderungen, auch in der Hinsicht, dass es natürlich nicht nur darum gehen kann, wie wir unsere Industrie mit Rohstoffen versorgen und unsere Interessen dadurch umsetzen, sondern dass natürlich auch vor Ort die Bevölkerung in diesen Prozess mit eingebunden werden muss und nicht nur eingebunden werden muss, sondern ihre Menschenrechte geachtet werden. Können Sie etwas darüber sagen, wo unser Elektroschrott, weil wir haben ein bisschen über Elektroschrott gesprochen, wo es eigentlich entgegengenommen wird, wird es ausgelagert, was eigentlich passiert mit dieser Recycling von so Elektronik? Also da haben wir in der Vergangenheit absolut verschlafen, wirklich die Stadt oder das, was wir quasi schon gewonnen haben, auch wirklich wieder zu gewinnen und zu nutzen und das als Mining eigentlich anzusehen, darauf den Fokus zu legen, wenn wir über Rohstoffe sprechen, sondern haben es eben als Abfall deklariert. Und Abfall ist Abfall, das kann man wegwerfen und dann, ja, auch da wieder der Punkt der Externalisierung, dass wir dann wir uns nicht mehr darum kümmern müssen, was damit passiert und gleichzeitig aber auch politisch zu wenig passiert ist, das tatsächlich auch in die Wege zu leiten, dass wir die Rohstoffe dann eben weiter verwenden können. Daran wird jetzt immer mehr gearbeitet, auch auf europäischer Ebene, sprich, dass auch das Einsammeln von Elektroschrott oder Elektrogeräten oder Elektroaltgeräten verbessert werden soll, dass es zurückgegeben werden kann, auch in Supermärkten. Also einfach eine Vereinfachung von, so wie wir ja auch andere Pfandflaschen oder Altglas zurückbringen, dass das einfach auch in unsere alltägliche Praxis kommt, dass wir eben nicht irgendwie unseren kaputten Toaster und unsere Handys einfach jahrelang irgendwie zu Hause haben, weil wir nicht wissen wirklich, was wir damit machen, sondern ganz klar ist, okay, das gebe ich jetzt einfach wieder zurück oder da gibt es einen Container, da werfe ich das rein. Da auch neue Leises, also auch neue Ideen sozusagen auch entwickelt werden, wie man Produkte quasi auch zum Beispiel auch leihen kann. Wir kennen das schon mit dem Internet, dass man auch Router eigentlich nur ausleiht, die gibt man dann wieder zurück. Warum ist das eigentlich nicht möglich, auch bei Handys, ja, also die Herstellerverantwortung da mehr in den Fokus zu nehmen. Also da, es gibt quasi Lösungen, aber da ist es noch notwendig, das weitaus
ja, mehr zu stärken. Um mal Zahlen zu nennen, also jährlich werden in Deutschland zum Beispiel 1 Million Tonnen Elektrogeräte nicht erfasst. Das heißt, die landen im Restmüll oder werden eben exportiert. Und 1 Million Tonnen Elektrogeräte sind umgerechnet quasi 100 Eiffeltürme. Also das nur mal so als Vergleich, als Zahl zu nennen. Und ja, auch hier nochmal der Aspekt, die Pro-Kopf-Menge an Elektroschrott, die auch produziert wird. Das ist in Deutschland, auch im EU-Vergleich, sind wir schlechter als der Durchschnitt. Wir produzieren weitaus mehr Elektroschrott als jetzt zum Beispiel Schweden und auch global gesehen natürlich. Ne? Also wir haben einfach durch unseren Wohlstand, wir haben mehr Produkte, wir haben mehr Elektronikprodukte, Autos, was auch immer, ist eben die Pro-Kopf-Menge enorm hoch des Elektroschrotts in Deutschland. Und das muss ganz klar angegangen werden, weil auch das ist vielleicht eine ganz gute Zahl. Wenn wir 41 Smartphones haben, können wir genauso viel Gold daraus gewinnen, wie im Vergleich zum Primärbergbau müssen wir quasi 1 Tonne Erz bewegen. Weil, also Erz ist, daraus wird ja dann das Metall gewonnen. Und wir müssen quasi 1 Tonne Erz bewegen, um die gleiche Menge an Gold rauszubekommen, als wenn wir 41 Smartphones recyceln. Und die Anzahl an Smartphones, die sich in unseren Schubladen, wie es ja auch immer gesagt wird, befindet, ist eben enorm. Ja, tatsächlich in meiner Schublade liegen zwei. Ja, zum Beispiel. Genau. 1 Tonne Erz zu bewegen, also was das für ein invasiver Eingriff ist. Und Recycling ist jetzt natürlich auch nicht CO2-neutral, aber es ist einfach ein ganz anderer Aspekt. Und gleichzeitig aber natürlich auch, dass, und da ist auch die Frage des Softwares, der Software auch ein Aspekt oder auch der Vermarktungsstrategien von Unternehmen, wie lange wir natürlich auch Produkte nutzen. Und das muss nochmal vor Recycling gestellt werden. Also die Langlebigkeit von Produkten müssen wir in den Vordergrund stellen. Weil wenn wir zum Beispiel ein Smartphone 7 Jahre nutzen, ist der CO2-Bedarf quasi um die Hälfte reduziert. Und dementsprechend muss Reparatur, also wenn was kaputt geht, also die Kultur der Reparatur, muss wieder gestärkt werden. Und auch da sind kleine politische Hebel notwendig, die zum Beispiel keine Mehrwertsteuer auf Reparatur, also es muss günstiger werden, es muss attraktiver werden ökonomisch, dass wir diesen Weg der Reparatur auch im Ökosystem gedacht auch wirklich vollziehen können. Und da sind einige Schritte notwendig, aber es gibt Lösungswege und deswegen ist das teilweise im Vergleich zu den großen Fragen unserer CO2-Emissionen, wo natürlich auch eigentlich klar ist, wie können wir reduzieren, bin ich manchmal so ein bisschen ungehalten oder frustriert, weil ich denke, es gibt diese Technologien und es gibt ja schon die Wege, aber wir müssen sie eben noch schneller und zügiger voranbringen, um eben Ökosysteme zu schützen. Und damit meine ich auch Mensch, also wirklich das Ökosystem Erde zu schützen. Und auch da haben wir, wie im Zusammenhang mit dem Ausstoß von CO2, haben wir nicht mehr viel Zeit.